So, wir sind immer noch dabei, ein bisschen Carbon abzubauen. Für, ich weiß gar nicht mehr, wofür wir das brauchten, aber so ist das in diesem Spiel. Man sucht irgendwas, was man nicht finden kann. Und dann hat man's und dann, was wollte ich jetzt eigentlich noch damit? Ich glaube, wir wollten irgendwas für die Basis bauen. Müssen wir mal gucken, wie viel Carbon wir mittlerweile dann haben gleich. So, wir haben 1148 Carbon. Siehst du, das ist ein Unterschied zu diesen komischen Pilzbäumen auf der anderen Welt, die immer nur 1-2 gegeben haben. Ich meine, dafür haben wir hier einen mittelgroßen Wald abgeholzt, ne? Aber, eigentlich, diese Welt ist eigentlich, kommt mir ganz gemütlich vor. Hier könnte man eigentlich auch noch nach weiteren von diesen Salvage-Modulen da suchen. Und hier ist ja auch immer noch irgendwie angeblich ein gestrandetes Schiff irgendwo. Da müssen wir auch noch mal gucken. Es ist zwar momentan, bin ich noch nicht in der, also mein Spielercharakter ist noch nicht in der Verfassung, ein Scrap-Metal-Chip irgendwie abzugraden und wieder heil zu machen. Aber das können wir uns auf jeden Fall merken, dass hier Schrott liegt. Okay, Schrottschiffplanet. So. Das merken wir uns jetzt. So, wo ist mein Schiff? Da, gut. Okay, dann ab nach Wannsee. Da ist es. Die Finky-Base. Auf Baby Yoda. Oh. Das ist natürlich kacke. Scheußifitritium haben wir nicht mehr, merke ich gerade. Okay. So. Sehr schön. So, was wollten hier die Dinger brauchten wir, ne? So, und dann wollten wir so eins bauen. Tada!
Jetzt brauchen wir natürlich Strom. Power and Industry. Biofuel Reaktor. Brauchen wir wieder Metal Plating für. Und da können wir dann auch gleich eine Batterie hinstellen. Ne? Brauchen Kondenskarbon für, können wir also nicht. Gut, dann. Wie mache ich das? So mache ich das. Okay. Ich will da nicht alles reintun, dann habe ich wieder nichts. Wie mache ich das? Mit Shift oder wie war das? Hoffen wir mal, dass nur 100 reinpassen. Habe ich jetzt alle reingetan? Nicht, ne? Oh nein, ich habe alles reingetan. Shit, kann ich das wieder rausnehmen? Ich möchte es bitte wieder rausnehmen. Ah, das geht natürlich nicht. Warum gewinne ich Sauerstoff dazu? Naja, muss ich jetzt auf den anderen Planeten wieder zurück, oder was? Können wir ja mal. Ah ne, wir brauchen Tritium. Wir brauchen alles Mögliche. Ich gehe mal eben auf die Sternenbasis. Muss ich das von hier aus machen? Ich muss erst aus dem Menü raus, okay. Mal schauen, ob wir Tritium kaufen können. So, da ist er. Dreht sie um. Können wir kaufen. Ist noch nicht mal teuer. Cool.
und es dauert. Irgendwann muss ich noch mal lernen, das Ding zu spielen. So. Okay, ich bin angekommen mittlerweile. Vielen Dank, liebes Spiel. Genau, ich brauchte ja noch hier... Ich hatte hier doch irgendwo Bäume gesehen. Wo waren die? Hier. So, wie viel bringt das? 4. Die anderen haben immer so 50, 60 gebracht. So, ich glaube, wir gucken einfach mal, wo hier noch vergrabenes Technologiegedöns ist. Ich glaube, das war näher dran, ne? Ja. Und graben das aus. Und da können wir immer noch, wenn uns das Carbon ausgeht, auf diesen anderen Planeten mit den Bäumen wieder. Ist sogar Sauerstoff, aber jetzt brauchen wir den nicht mehr. Das ist typisch. Typisch. So, wo war jetzt... das vergrabene Schatzdingsi. Ich jetzt ganz dran vorbeigelaufen, scheinbar. Da. Muss irgendwo direkt unter mir sein? Was ist es denn? Ah, hier. M
Mal schauen, was das für eine Nachricht war. Tja. So, was ist das hier zum Beispiel? Damaged Machinery. Da könnten wir mal hingucken, was das genau ist. Ach so, das ist nur so eine abgestürzte Kapsel. Ist also nichts besonders Tolles hier. So. Packen wir hier rein. Nanliten. Naja, nehmen wir mit. Oh, wo ist das hier? Der liegt da sogar offen rum, wa? Okay. Da ist der nächste. Die Hydrogen, das ist im Grunde genommen Raketentreibstoff, darum nehmen wir das immer mit. Nehmen wir immer mit. Immer. So, wo ist das nächste hier gleich? Ja? Sehr schön. Kann ich die abbauen? Kann ich tatsächlich. Condensed Carbon ist natürlich auch gut. Das ist wie Carbon, bloß condensed. Okay. Schon wieder ein Tier, das mich verfolgt scheinbar. Und noch eins, okay. Wo ist das nächste? Da ist wieder Damaged Machinery, aber hier ist das nächste. Dann nehmen wir das. Das ist am wichtigsten, weil wir brauchen die Solargeneratoren, um irgendwie sowas ähnliches wie eine tatsächliche Basis aufzubauen. Und ebenso brauchen wir die ganzen anderen Sachen, die man erfinden kann.
Oh. Wie einfach das so ist, wenn man ein bisschen Geld hat und sich den Scheiß einfach kaufen kann, nicht? Wie im richtigen Leben. So. Okay, interessant. Wo ist das nächste? Wo ist das nächste? Da ist das nächste. 300 weg und der ist ein bisschen näher ran, glaube ich. Ne? Können wir hier nicht nochmal gucken, ob hier was drin ist? Von Belang. Okay. Naniten nehmen wir immer gerne. Können wir uns Updates von kaufen nachher. Hier laufen echt viele Raubtiere rum. Also jetzt nicht mehr, aber... schon irgendwie. Was ist das? Uran. Das ist jetzt nichts, was wir jetzt dringend brauchen, aber kann man auch als Treibstoff benutzen für das Raumschiff. Insofern bauen wir es mal ab, würde ich mal sagen. Ach, der liegt hier sogar normal außen rum, ne? So, wie viel haben wir jetzt davon? Möchte ich wissen. 15 haben wir jetzt davon. Mal gucken, wo der nächste ist. Was ist das denn hier? Unbekanntes Gebäude. Na, da müssen wir hin. Das ist ja bestimmt interessant. Vielleicht fliegen wir lieber mit unserem Schiff hin. Dann können uns keine komischen Raubtiere verfolgen. Hilfe! Okay.
Das ist aber schön weit weg, das Schiff da. Kann man das nicht rufen? Kann man doch normalerweise rufen, ne? Launch Thrust does not charge. Toll. Achso, da brauchen wir einen Advanced Mining Laser. Ja, leckt's mich doch am Arsch. Dum 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 dum. Dum 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 dum. So. Ja, ich weiß, hätten wir einsammeln können, aber wollte ich nicht. Mein Inventar ist ziemlich voll. Das muss erstmal alles liegen bleiben. Aha. Kommen wir der Sache schon näher hier. Okay. Müde. So, dann mal gucken. Bla 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 bla. Buildable Technology. So, und damit haben wir die Technologie schon mal fertig. Ist die Frage, ob wir hier Concrete oder Metal. Metal, da braucht man ja nur Steine kaputt machen und dann hat man dieses Ferrit. Ist vielleicht eine gute Idee. Fußboden ist auch eine gute Idee. Wie viel haben wir noch? 4. Okay, dann können wir noch Tür und ein Dach. Und dann haben wir auch schon alles, was wir für eine neue kleine Basis brauchen. Aha, wie viel? Dann würde ich nämlich sagen, reißen wir das alles ab hier und bauen das auf dem Planeten mit den Bäumen neu auf. Der scheint mir insgesamt lebensfreundlicher zu sein. Aber erstmal fliegen wir zu diesem Gebäude und gucken, was da drin ist. Aber auch das machen wir dann beim nächsten Mal, weil wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum und ich werde außerdem langsam müde. Also verabschiede ich mich wieder und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In der Zwischenzeit kann es nicht schaden, wenn ihr das Video liked und subscribed und einen Kommentar schreibt, weil mein Kanal zeichnet sich immer noch durch eine mysteriöse Abwesenheit von Kommentaren aus. Und ja, okay, dann wünsche ich einen schönen weiteren, was auch immer heute für ein Tag ist. Ciao.